Herzlich willkommen bei BFC TV. Der Berliner Pokal, er kommt ins Finale und wir haben den Trainer, René Rilewitz. Kurz nach dem Sieg 3:0 bei der SC Kroatia, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es ging ja spannend los. Also wie gesagt, für den Nils ist es wirklich schade. Also er ist jetzt zweimal sehr zweifelhaft vom Platz geflogen. Wir waren relativ zeitig in Unterzahl, haben das aber trotzdem gut gemacht. Man hat gesehen, dass die Jungs unbedingt ins Finale wollten. Und wir haben trotzdem, trotz Unterzahl, weiter unseren Stiefel gespielt und haben dann, denke ich, auch verdient gewonnen. Ja, was dürfen wir jetzt fürs Finale erwarten? Ja, jetzt werden wir erstmal gut regenerieren und dann hoffen wir, dass sehr, sehr viele am Mittwoch gegen Hertha 2 ins Stadion kommen. Ne? Ja, das auf alle Fälle. Weil man natürlich immer sieht, dass wir sehr, sehr viele Tore schießen und dass es sehr, sehr interessant ist, bei uns Fußball zu gucken. Und fürs Finale, ja, das ist noch eine Weile hin. Also jetzt haben wir erstmal ein paar Punktspiele und dann sehen wir weiter. Aber ich gehe davon aus oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch das wieder gewinnen wollen, das Spiel. Ja, da haben wir auch den Vorteil, Nils ist nicht dabei, aber Nils wird mit auf der Tribüne sein und da sollt ihr auch sein. Deswegen kommt zum Heimspiel am Mittwoch 19 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Schutzpark. Wir sehen uns.